Hallo! Heute gibt es ein Do-It-Yourself, das habe ich lange nicht gemacht. Wenn es euch nicht stört, dass meine Haare noch nass sind, ich so ein bisschen durch den Wind wirke, ich bin hier so mittendrin, hatte ich einfach Bock da drauf und dann, ja, wollte ich einfach loslegen. Was machen wir heute? Wir werden ein schwebendes Bücherregal basteln, bauen, fabrizieren. Was wir dazu brauchen, zeige ich euch gleich. Erstmal zeige ich euch das Ergebnis, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Das hier ist ein schwebendes Bücherregal. Viele von euch kennen das schon, das hat man in letzter Zeit öfter mal gesehen. Wie es bei mir so ist, wollte ich es natürlich gleich haben und machen und ja, dann sind ein paar mehr dabei rausgekommen, die ich auch nicht brauche, aber was soll's. Ja, im Wesentlichen ist das nichts Besonderes, also es ist ein Buch mit einem Eisenwinkel dran und das Ganze wird an die Wand montiert und wenn man dann da ganz viele Bücher drauflegt, dann schweben diese Bücher. Total Harry Potter Style, ja. Dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Was wir dazu brauchen, ist Folgendes. Und zwar einmal ganz normale kleine Schrauben. Diese, und darauf müsst ihr allerdings achten, dürfen nicht länger sein als das Buch, was ihr verarbeitet. Also, wenn ihr euch vorstellt, ihr würdet diese Schraube komplett in das Buch hineinschrauben, so, ne? Dann darf die unten nicht wieder rausgucken können. Das ist Voraussetzung. Dann braucht ihr einen Schraubenzieher, mit dem ihr euch wohlfühlt. In meinem Fall ist das so ein kleines Ding, wo man auch die Aufsätze austauschen kann und ja, mit dem habe ich einen ganz guten Grip, denn es ist heute ein wenig anstrengend, muss ich hier stehen. Also es wird harte Arbeit, das ist nichts für Weicheier heute. Dann brauchen wir natürlich ein Buch, ist ja klar. Da könnt ihr im Prinzip jedes Buch nehmen, egal ob Hardcover, broschiert oder Taschenbuch oder egal was, das ist völlig wurscht. Ich habe hier eine extrem große Gesamtausgabe des Reader's Digest, weil ein guter Freund mir mal eine ganze Kiste von seiner Großmutter geschenkt hat. Eine riesen Kiste voll, nur mit diesen Büchern, für meine schwebenden Bücherregale. Von daher habe ich da einen Vorrat und es ist fast zu schade, sie zu verarbeiten, aber so würden sie auch nur im Keller rumliegen oder was weiß ich. Und naja, ich meine, viele von euch, das weiß ich, sind natürlich büchermäßig empfindlich. Was ich so mit Büchern anstelle in meinen Videos, ist eigentlich ganz schön fatal. Dass ich das als Autor mal tun würde, hätte ich auch nicht gedacht, aber egal. Aber es kommt ja auch was Schönes dabei raus und ihr könnt auf dieses Bücherregal dann auch ganz viele schöne Bücher legen. Also so schlimm ist es gar nicht. Gut, also wir brauchen ein Buch und das sollte auch dahin passen, wo ihr es dann hinterher hinhängen wollt. Also in euer Zimmer oder ins Wohnzimmer oder keine Ahnung wohin. Und mit passen meine ich natürlich den Stil, nicht die Größe oder so. Also es sollte zum Raum passen, sonst macht das ja keinen Sinn. Und zuletzt brauchen wir dann noch Bastelleim, ganz normal, nichts Besonderes, einfach nur stinknormal. Ich glaube, den habe ich sogar aus dem 1-Euro-Shop oder weiß ich nicht woher. Oder ganz, also der muss jetzt nicht bombastisch toll sein. Hauptsache es erhält 1 und 1 zusammen und dann läuft das. Dann braucht ihr noch ein Teppichmesser. Also ich habe hier dieses ordentliche Monsterteil. Und ein Stift, das dürfte nicht so schwer sein. Eisenwinkel, die gibt es überall. eBay, Amazon, überall. Oder im Eisenwarenladen für die Leute, die noch rausgehen und nicht wie ich nur noch im Internet leben. Dann legen wir los. Wie ihr seht, habe ich heute auch mal die Softboxen wieder ausgegraben. Das bedeutet, ich habe vor, ein ernsthaftes Video zu drehen. Mit ganz viel Mühe und so. Gut, damit wir also hier hinkommen, fangen wir jetzt erstmal damit an und schnappen uns unser Buch. Um erstmal ein bisschen Maß zu nehmen, nehmen wir uns jetzt unseren Winkel und halten das Buch so, wie es später auch an der Wand sein soll. Also in meinem Fall ist hier der Kopf und man liest so nach da. Das heißt, ich möchte, dass es später so an der Wand ist. Jetzt nehmen wir den Winkel, klappen hinten die letzte Seite ab, so, und schieben unseren Winkel hier mal so rein. Muss noch gar nicht perfekt sitzen, einfach so, als wäre es schon fertig, ne? Und jetzt nehmen wir Maß. Dafür brauchen wir dann den Stift. So, ich lege mir das immer so an die Tischkante, weil dann kann der Winkel hier unten dran bleiben und man hat irgendwie freies Spiel. Dann schnappen wir uns den Stift und klappen das Ganze auf und dann machen wir das so, dass wir den Winkel schön mittig legen, weil hinterher wird der ja die komplette Last aller Bücher tragen. Was nebenbei gesagt, je nachdem wie viele Bücher, also wie dick die Bücher sind, kann das schon eine Menge sein. Also das Ding könnte schon so 4, 5, 6 Kilo tragen. Es kommt drauf an, wie krass eure Wand ist. So, jetzt nehmen wir hier den Stift, halten den Winkel fest und zeichnen hier einmal drumherum. So. Und was wir dann noch machen, ist, wir nehmen uns gleich schon das Teppichmesser, klappen das wieder zu, drehen das Buch um und da, wo der Winkel jetzt hier an den anderen Buchdeckel, an die andere Seite kommt,
Da ritzen wir ganz vorsichtig nur eine Markierung rein, damit wir wissen, wo das ist. So, ohne sich irgendwie die Daumen zu schneiden. Jetzt habe ich hier ungefähr so für mich, aha, hier ist es. Und das ritzen wir jetzt wiederum ganz vorsichtig so ein bisschen mit dem Cutter ein. Na. Und dann schneiden wir, seht ihr, ich schneide jetzt hier sozusagen die Fuge, in die dann der Winkel später reinkommt. Na, da muss man ein paar Mal mehr ran. Aber Vorsicht, schneidet euch nicht in die Finger und nicht in den Tisch und lasst alles heile. Schneidet nur das ab, was auch weg soll. So wie ich. Im Notfall einfach eine Schneideunterlage nehmen. Wenn man mal richtig brachial rangehen muss, hilft das alles nichts. So. Heute machen wir richtig schön Dreck. Zurück zu unserer Markierung. Wir wissen, der Winkel ist in meinem Fall, bei euch ist es vielleicht anders, aber bei mir sind es ungefähr 2-3 mm ist der tief sozusagen. Also halte ich jetzt mein Buch schön fest und versucht nicht den Buchdeckel immer ganz aufzuklappen während des Arbeitens, sondern halte die näher geschlossen, denn die Seiten liegen anders, wenn ihr den Buchdeckel aufklappt, ist ja logisch. So, und jetzt schneide ich an meiner vorgezeichneten Linie lang und das halt so oft, bis ich meine Winkeltiefe sozusagen erreicht habe. Ich mache jetzt erstmal so zweimal auf jeder Seite und dann gehe ich hier ans Ende. So, jetzt kann ich schon so ein paar Teile rausnehmen. Ja, so ist es gut. Okay. So, als nächstes wird es ein bisschen anstrengend. Jetzt kommt die Schrauberei. Es ist alles nicht einfach. Da müsst ihr jetzt ziemlich viel Gewalt anwenden. Das macht aber nichts. Als erstes sorgen wir dafür, dass das Buch, also die Seiten, alle irgendwie halbwegs miteinander verbunden sind, ohne, wie man sich das immer so vorstellt, jede Seite zu verleimen einzeln. Das tun wir natürlich nicht. Nein, wir verschrauben das jetzt von innen und sorgen dafür, dass man es praktisch nicht mehr aufklappen kann. Aber es sieht trotzdem noch aus wie ein ganz gewöhnliches Buch danach. Da habe ich ja meine kleinen goldenen. Die schnappen wir uns jetzt und drehen sie dann hier, hier, hier und hier rein. Das ist ziemlich brutal und ist mega anstrengend. Das ist auch der schlimmste Teil eigentlich. Abgesehen davon, dass wir den Winkel auch noch einschrauben müssen. Aber ja, das machen wir jetzt mal zuerst. Ja. Auch hier wieder darauf achten, dass ihr den Buchdeckel so haltet, wie später auch die Seiten liegen werden. Also ich lasse ihn lieber so ein bisschen zu. Nicht zu nah am Rand, aber auch nicht zu weit drin. Und dann macht ihr erstmal so einen Anfang, dass ihr euch sozusagen eine stabile Position sichert. Weil die Seiten sind total flexibel. Also man merkt während des Schraubens, dass die Schraube immer in jede Richtung will. Also lieber nochmal so ein bisschen Spiel lassen. So, das gleiche auf der anderen Seite. Das ist echt sau anstrengend. Und dann noch oben. Hier kann ich den Buchdeckel jetzt ruhig ein bisschen auflassen, weil die vorderen Schrauben das Ganze schon fixieren. Oh Gott, ich bin völlig fertig. Also, hätte ich mich vorher auch nicht abpudern müssen, weil es hat sich gerade eh erledigt. Ja, Blasen an den Händen sind davor programmiert, aber es lohnt sich. Das Ende, also am Ende sieht es cool aus. So, jetzt drehe ich die hier komplett rein. Wow. Auch da muss es wieder so sein, dass die Schrauben plan sind mit der Buchoberfläche. Aber Vorsicht, je mehr ihr sie reindreht, desto mehr verbiegen sich natürlich auch die Seiten und das sieht man dann wieder von außen. Also da muss man so ein wenig aufpassen. Aber so ist es ganz cool. Gott! Uff, okay. Ich bin völlig fertig, ich könnte sofort eine rauchen gehen. Okay, das gleiche machen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite. Allerdings hier dann nur mit zwei Schrauben.
mit zwei Schrauben. Sprich, hier und hier. Man sieht mich nicht und das Buch auch nicht. Aber ihr habt sicher verstanden, was ich meine. Ärmel hochkrempeln. So, hier auch wieder darauf achten, dass der Umschlag das Ganze nicht abhebelt hier oben. So, Schraube fixieren. Oh mein Gott. So, und dann noch eine, damit es auch ganz fest ist. Ihr habt wahrscheinlich schon verstanden, was das Prinzip ist, ne? Also dadurch, dass die Schrauben von dieser Seite hier ungefähr bis, sagen wir mal, hier gehen und die Schrauben von dieser Seite auch, fassen die halt insgesamt das Papier dann zusammen. Also man kann es mit viel Gewalt, könnte man es jetzt wieder aufmachen, aber das macht man ja nicht. Also es ist dann ein fester Block. Oh mein Gott. Okay, also ich für meinen Teil bin jetzt völlig fertig. Das war echt anstrengend. Und ich bin auch schon wieder nur halb auf dem Bild. Das läuft halt nicht gut. Das war jetzt der richtig nervige Teil. Jetzt werden wir das Ganze nochmal machen für den blöden Winkel. Und zwar, den hatten wir uns ja auch schon so schön angezeichnet hier. Und zwar werden wir den jetzt logischerweise hier so reinschrauben. Und dann hat er ja auch auf der anderen Seite hier schon so die eingekerbte Kerbe, damit er nicht so ganz herausragt hinten. Aber bevor wir den festschrauben, machen wir hier zwischen, also da, wo der Winkel hinterher eingelassen wird, schon mal etwas Bastelleim, damit das Ganze hinterher richtig bombenfest ist. So, Bastelleim. Ihr seht. Vorsicht dabei, nicht zu nah an den äußeren Rand, damit das Ganze nicht so rausquillt. Ja, und da habe ich auch schon meinen Fehler entdeckt für heute. Und zwar habe ich hier nicht genug, weit genug reingeschnitten, weil ich die Kerbe ja hier hatte. Den Abstand habe ich nicht bedacht. Das muss ich jetzt mal eben fix nachholen und hier nochmal so ein bisschen hinterher schneiden. Das geht ja schnell. Allerdings jetzt schön eklig mit dem ekligen Leim. Ja, das ist der Vorführeffekt. Wenn ich die Dinger allein produziere, geht das ruckzuck. Vor der Kamera läuft hier nichts. Ja, das ist cool. Schön darauf achten, dass jetzt alles gut platziert ist und am richtigen Fleck. Okay, und dann schraube ich zuerst hier die hintere Schraube fest, weil die ja dem Ganzen die Stabilität gibt. Anstrengend. Ja, so viel zu meiner Sorge, dass meine Haare nicht trocken werden. Ich komme mir vor wie hier irgendwie in den Subtropen gerade. Wer kommt auf die bescheuerte Idee, im Hochsommer dieses Video zu drehen, drinnen? So. Sind sie alle fast schon an ihrem Platz? Gott. Ich erwähnt, dass ich auf Diät bin und gerade tierisch Hunger kriege. Fertig. Ja. Oh mein Gott. Das ist das Ergebnis. Es sieht von innen überhaupt nicht schön aus. Aber das soll es ja auch nicht. Und ja. Sieht schon fast fertig aus. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Glätteisen und hier ordentlich Leim drauf zu machen und das Ganze mit etwas zu beschweren oder wenn ihr so eine Zwinge habt, in der ihr das so ein Pressdingsbums über Nacht trocknen lassen. Und dann habt ihr das Buch. Ich mache das mal eben mit dem Leim. Müsst ihr euch dann entscheiden, ob ihr das Lesebändchen hier draußen... Und tschüss, Lesebändchen. Alles klar, vergesst, was ich gesagt habe. Leim und dann ordentlich drauf. Da wirklich ordentlich, aber auch hier aufpassen, dass ihr nicht zu nah an die äußeren Ränder kommt, damit es nicht am Ende alles rausquillt. Und ruhig ein bisschen was innen bzw. auf die Schrauben geben, sodass dass wenn doch etwas erhöht stehen, dass die auch ordentlich Leim drauf haben, um den Buchdeckel zu halten. So, jetzt lasse ich das erstmal so drauf. Ich presse da jetzt noch gar nicht so doll drauf rum, sondern drehe das gleich schnell um,
macht das Ganze auf der Seite. Hier ordentlich auch auf den Winkel geben, aber auch darauf achten, dass es nicht alles wieder rausfließt dann. Also lieber ein bisschen sparsam an der Stelle, aber auch ruhig ein bisschen auf die Schrauben. Das wird hier sowieso nicht groß was werden mit der... Der Winkel ist doch etwas zu tief eingelassen. Ob da überhaupt eine Verbindung zwischen Winkel und Dings entstehen wird, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Auch so. Und jetzt, falls ihr doch zu viel Leim genommen habt und dass da alles rausläuft irgendwann, das passiert ja nicht sofort, sondern dann irgendwann, legt euch lieber was unter. Also ich suche mir mal eben was. Ich habe hier dieses wundervolle Experiment. Ich möchte Filztiere nähen. Na, was soll das sein? Was soll das sein? Ein Hase. So, ich lege mir das jetzt hier hin als Unterlage, denn die Filztiere waren wie alle meine Projekte nur einen Sekundenmoment. So, da lege ich es drauf und jetzt schnappe ich mir irgendwie so richtig dicke Bücher. Da hätten wir zum Beispiel den schönen Diana Gabaldenschinken. Der ist ordentlich schwer. Und hier die Landkarte der Zeit. Hey, scheinbar müssen Zeitreisebücher schwer sein. Zack, auf dem Buch, damit das auch alles abgedeckt ist. Damit das Gewicht halt auch wirklich auf dem ganzen Buch lastet. Dann nehmen wir noch das Sperrtagebuch und... Oh ja. Deutsche Geschichte im Überblick. Wieder zwei Dinge, die sich irgendwie ähneln. So, und das schmeiße ich hier etwas schräger drauf, damit der Schwerpunkt auch wirklich dann auf dem ganzen Buch ist. Tja, und wenn jetzt alles gut geht, wovon wir einfach mal ausgehen, dann dürftet ihr am nächsten Tag, oh Gott, diese Haare, so etwas in den Händen halten. Also ein voll funktionstüchtiges, miteinander verbundenes, aber wie ein normales Buch aussehendes Bücherregal. So. Und jetzt zeige ich euch nochmal in meinem kleinen Raum, wie das an der Wand aussehen kann. Das ist ja auch relativ interessant, wenn man sowas schon bastelt. In diesem Fall ist hier das untere Buch so ein Taschenbuch gewesen, also ein etwas dünneres Exemplar. Und ihr seht, man sieht von unten keinen Winkel, nichts und auch von der Seite nicht. Und ja, das Ganze ergibt dann schwebende Bücher. Ist doch ganz cool, oder? Also ich finde, das macht schon was her und auch in jedem Raum. Also wenn man jetzt hellere Bücher nimmt oder irgendwas Klassisches oder ein Kochbuch oder so, kann man das auch in der Küche machen oder im Wohnzimmer. Und ich finde das, also ich finde das lustig. Und das ist jetzt ja nur so ein kleines. Stellt euch mal vor, wie das aussieht, wenn man ganz viele nebeneinander machen würde. Das wäre total cool, wenn man nicht so aufmerksamkeitsdefizitmäßig drauf will wie ich und das nur 5 Minuten cool findet und dann das nächste macht. Könnte man das tun? Ja. Damit verabschiede ich mich für heute mit diesem Do-It-Yourself-Video. Ich hoffe, es war halbwegs verständlich erklärt und es hat auch nichts gefehlt an Informationen. Sagt mir, ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt oder wie ihr es findet oder was weiß ich. Und wer mehr Lust auf Do-It-Yourself hat, ich habe ja noch 1-2 andere Videos zu diesem Thema. Demnächst wird es vermutlich, ihr seht es im Hintergrund, das da ist meine Button-Maschine, ein kleines Video dazu geben, wie ich Buttons herstelle und ich sage dazu, es sind nicht einfach nur Buttons, man kann damit viel mehr machen. Also Ringe, Ketten, Schlüsselanhänger, Magnete, Ohrringe, keine Ahnung, alles mögliche. Man kann eine Menge damit machen, man kann das Zeug mit Stoff beziehen und ja, also viel Stoff für neue Fingerübungen und ja, wer Bock auf sowas hat, einfach dranbleiben, abonnieren, Daumen hoch angucken, gut finden, kommentieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Macht's gut! Hallo! Wir haben jetzt Nachmittag und ich habe mich entschieden, mal in die Zivilisation... The Loony Life und ich finde, die macht... Ja, so richtig.